und willkommen zu diesem neuen Video heute. Es dreht sich heute alles um die Kraft, Magie und Macht der Accessoires, die wir zu unseren Outfits dazu nehmen können, um ein wirklich tolles Erscheinungsbild zu erlangen, wie auch immer. Denn irgendwie sind unsere ganzen schönen Kleider und Rock-Blusen-Kombis und so immer ein bisschen unkomplett, bis wir die richtigen kleinen Details mit dazu nehmen. Und was ich da gerne nehme oder was ich eigentlich zu fast jedem Outfit mir zusammensuche, damit das Ganze ein tolles, komplettes Erscheinungsbild ist, das zeige ich euch jetzt. Das erste und eigentlich auch irgendwie wichtigste, weil man zu wirklich jedem Kleidungsstück, wenn man außer Haus geht, dieses etwas mit dazu nimmt, ist natürlich eine Handtasche. Überlebenswichtig, weil wo tun wir unsere ganzen Sachen hin, die wir so brauchen im Alltag? Unseren Geldbeutel, unsere Schlüssel, unser ganzes Make-up, was man eben so alles dabei hat, Stifte, Essen, Kaugummis, Getränke und so weiter und so fort, was weiß ich, Notizbücher und so weiter und so fort, ne? Ich denke, wir alle haben so unseren halben Haushalt in unseren Handtaschen immer mit dabei. Deswegen habe ich auch eine nicht allzu kleine Ansammlung an verschiedensten Handtaschen, weil es mir einfach wichtig ist, dass die Handtasche zu meinem Outfit dazu passt. Ich finde es einfach ganz, ganz, ganz schrecklich, wenn ich was anhabe, an dem zum Beispiel nichts schwarz ist und dann habe ich plötzlich eine schwarze Handtasche in der Hand. Das stört mich dann wahnsinnig. Ich bin da sehr, sehr picky und deswegen habe ich mir auch diese braune Handtasche hier gekauft, obwohl ich noch eine andere braune habe. Aber die hat mir einfach zu einem Outfit nicht gefallen und deswegen wollte ich ein anderes braun. Ja, so kriegt man sein Konto auch leer. Wie gesagt, Nummer 1 der Accessoires, die man, bei denen man Acht geben sollte, dass sie zum Outfit passen, wäre einmal die Handtasche. Oft mit dabei bei den meisten Kleidern oder bei vielen Kleidern sind Gürtel. Ich persönlich benutze sehr, sehr selten die Gürtel, die mit bei den Kleidern mit dabei sind. Aus dem Grund, weil die Gürtel meistens die gleichen Farben haben oder die gleiche Farbe wie das Kleid oder der Rock oder was auch immer selbst auch. Und das finde ich dann ein bisschen langweilig, weil dann geht das irgendwie unter. Gürtel finde ich aber deswegen ganz toll, weil sie dem Körper nochmal eine ganz andere Form geben. Sie betonen einfach die Taille und zaubern irgendwo einfach optisch eine mehr Wespentaille, als vielleicht da ist. Aber es macht einfach was her. Zu diesem Outfit, das ich heute anhabe, habe ich jetzt hier einen braunen Gürtel. Die bekommt ihr überall. Was ich auch schon gemacht habe, ist, ich habe so einen Gürtel getauscht zwischen den Outfits, also die Gürtel, die dabei waren. Wenn ich zum Beispiel ein Outfit habe, bei dem ein schwarzer Gürtel mit dabei ist und ich habe einen braunen Rock an oder so und will einen schwarzen Gürtel, dazu nehme ich halt das. Also teilweise muss ich sie gar nicht kaufen, weil ich durchaus eine gewisse Ansammlung an Gürteln durch die ganzen Kleider habe. Aber der hier ist zum Beispiel von H&M. Ihr bekommt aber auch in sämtlichen Online-Shops wie Lucky Lola, Top Vintage etc. pp. Verschiedenste Gürtel mit kleinen Schleifchen-Details oder irgendwas. Aber ansonsten tun es auch ganz normale Gürtel, Es tun auch ganz normale Gürtel, die ihr in normalen Läden bekommt oder in irgendwelchen Accessoire-Läden wie Accessorize oder Bijou Brigitte oder irgendwie sowas. Der richtig abgestimmte Schuh. Es ist zwar schön und gut, zu jedem Outfit einen schwarzen Schuh anzuziehen oder sowas überall, aber ich gucke einfach gerne, was habe ich für Accessoire-Farben, wie will ich, dass mein Outfit am Ende aussieht und stimme dann so gerne meine Schuhe ab. In diesem Fall habe ich hier diese braunen Ballerinas, weil ich mag einfach die Kombination aus Blau, also aus diesem Dunkelblau wie das hier, und Braun. Man könnte das Ganze jetzt auch gut mit Weiß kombinieren, das geht auch, aber ich will Braun. Deswegen guckt einfach drauf, dass ihr durch eure Schuhe dieses Thema komplett durchzieht und das gleiche wie mit der Handtasche nicht dann Details habt in zum Beispiel braun und dann irgendwie weiße Schuhe mit dazu oder schwarze. Zieht eure Idee eures Outfits durch. Unser aller Liebling insgeheim, also auch für die, die es noch nicht für sich entdeckt haben, sie werden es vermutlich noch für sich entdecken, sind diese Armbänder. Natürlich vor allem ganz gehypt momentan von Splendid. Es gibt aber ganz viele andere Hersteller für diese Armbänder. Es gibt auch viele Leute, die das selber machen. Collective hat jetzt auch seine eigenen, ich glaube, dass sogar die von Collective sind. Auch hier gibt es alle möglichen Farben
Dicken und was weiß ich denn was, Helligkeitsstufen und so weiter und so fort. Das heißt, auch da könnt ihr genau das passende Paar an Armbändern oder auch verschiedene, man kann die auch wunderbar verschieden kombinieren, zu eurem Outfit bekommen, damit eure Arme nicht so leer sind. Irgendwie macht das doch immer ganz schön was her. Ich habe mich auch am Anfang dagegen gesträubt, mir in jeder Farbe ein Armband zu kaufen oder zwei, drei. Und jetzt bin ich auf dem besten Weg dahin, mir auch ein Sortiment an diesen Dingern anzulegen, weil sie halt einfach was hermachen. Jetzt im Sommer mehr so wichtig als im Winter ist die Sonnenbrille. Gut, da gibt es jetzt gar nicht so viele. Es gibt schon Möglichkeiten, da gibt es natürlich überdimensional viele. Meistens hat man eine Sonnenbrille zu Hause in Schwarz, vielleicht noch in diesem Braun, teilweise noch in Weiß. Dann hört es aber eigentlich auch schon auf. Da man aber ja eh nicht jedes Outfit im Sommer anzieht, muss man auch nichts für jedes Outfit haben. Es reicht, wenn man so paar Brillen hat. Ich persönlich habe einen Brillentick, das heißt, ich kaufe leidenschaftlich gerne Sonnenbrillen. Und langsam im Laufe dieses Videos fange ich gerade an zu verstehen, warum mein Konto immer so schnell leer ist. Irgendwie, klar. Ja, ich kaufe einfach zu gerne Sachen ein. Ich bestelle mir einfach oft Outfits, Röcke oder irgendwas und denke mir so, oh, das würde aber toll zu dem und dem passen. Und dann passt es irgendwie doch nicht. Dann denke ich mir so, nee, ich will jetzt da was anderes drumherum aufbauen. Und dann kaufe ich mir dazu ein Oberteil, weil ich habe dann eine Illusion von einem Outfit und dann will ich dazu die Farbe von dem Oberteil und das und das und das und das und das und dann habe ich schon wieder 10 neue Sachen gekauft. Ja, langsam fange ich an zu verstehen. Auch dafür können YouTube-Videos gut sein. Man erfährt ein bisschen mehr über sich selbst. Zwar nicht für dieses Outfit jetzt, aber für sämtliche andere Outfits gibt es natürlich noch etwas wie Haarblumen. Auch die gibt es in sämtlichen verschiedenen Größen und Farben, sodass ihr die auf eure ganzen Outfits abstimmen könnt. Vor allem für den Sommer ist es natürlich immer ein ganz süßer Touch mit diesen Blümchen im Haar. Oder wenn ihr einfach auch Haarnadeln verstecken wollt, könnt ihr solche Haarblumen benutzen. Es gibt auch noch die Möglichkeit, Schleifchen oder sowas als Haaraccessoire mit dazu zu packen. Auch hier ist man Sortiment durchaus groß, wobei ich viele Haarblumen habe, zu denen ich eigentlich gar kein Outfit habe, wo ich mich frage, warum ich diese gekauft habe, weil ich habe nichts, wozu ich die benutzen kann. Also die schon, aber manche andere nicht. Ein Grund, noch ein weiteres Outfit zu kaufen, das dann zu meinen armen Haarblumen passt, die bisher unbenutzt geblieben sind. Ja, ebenfalls noch ein letztes Kleidungsstück. Oder Accessoire, das ihr benutzen könnt für euer Outfit, um es zu, wie sagt man, vervollständigen. Solche Tücher, die ja meistens als Haartücher benutzt werden, wenn man sich irgendwie, was weiß ich, wenn man jetzt kein Bandana benutzt, aber dafür so ein Tuch, entweder rumgebunden, einfach nur wie ein Haarband als Schleife oder das den halben Kopf verdeckt. Aber man kann es auch ganz anders benutzen, man kann es auch einfach zu einer Schleife binden am Knauf einer Handtasche. Das sieht auch sehr süß aus. Das ist auch praktisch, vor allem eher so im Herbst, wenn da mal der Wind so ein bisschen geht oder sowas, kann man sich dann auch, wie früher, das sieht man ja oft in Filmen, wenn die in Cabrios fahren, dann hat man immer sich dieses Haartuch oder dieses Tuch um die Haare gebunden, damit die Frisur nicht durcheinander wirbelt. Gleicher Effekt für den Herbst, wenn ihr das einfach an eure Tasche dran bindet. In einer passenden Farbe zum Outfit habt ihr ein süßes Deko-Detail an eurer Tasche und sollte der Wind anfangen zu gehen und ihr habt Angst, dass eure Frisur kaputt geht, könnt ihr es da abmachen und einmal um euren Kopf wickeln. Deswegen auch von mir ein ganz, ganz, ganz beliebtes Accessoire für sämtliche Outfits. Ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen zeigen, was ihr für Möglichkeiten habt, um erstens viel Geld auszugeben und zweitens euer Outfit schön zu pimpen, damit es irgendwie nochmal nach mehr aussieht. Ich hoffe, dass dieses Video euch gefallen hat. Ich würde mich freuen, wenn wir uns zu einem anderen Video wiedersehen. Vielleicht jetzt gleich, wenn ihr einfach mal auf Playlists drückt, da findet ihr alles und zwar schön fein säuberlich sortiert. Ansonsten lasst gerne, wenn ihr neu hier seid, auch ein Abo da, wenn ihr Lust habt und euch dieses Video und vielleicht auch ein, zwei, drei andere gefallen hat, haben. Wenn ihr auf die Glocke oben drückt, dann bekommt ihr Benachrichtigungen. Jedes Mal, wenn ein neues Video hier hochgeht, was
mindestens zweimal die Woche passiert. Also bleibt up to date. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Tschüss.